Oh, ich muss den blöden Spinner dabei haben, ehrlich? Boah, man hört Ruffys Maus immer tuck, 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 tuck. Echt, hört man das? Oh. Man hört das so extrem, ey. Warum muss ich dich dabei haben, du blöder Spinner? Ich mag dich nicht. Sieht wie ein einfacher Hebemechanismus aus. Ich muss nur... Einen Moment bitte. Und beschützen. Gegen Droiden, die alles nix können. Ich bin so aufgeregt. Jedes Mal, wenn ich ein neues Grab aufmache, als würde man eine Blume aufblühen sehen. So viele Wunder. Unglaublich. Das sind wohl die Katakomben. Der Rest des Tempels muss von den Elementen zerstört worden sein. Der mächtige geheime Orden von Nagasados Attentätern, den Saduanern. Hierher kamen sie zum Sterben. Wenn ihr blutiges Werk verrichtet war. Schluss mit der Schwärmerei. Trete zurück, während ich diesen Ort zerstöre. Bitte. Ich weiß, dass die Geister wollen, dass alles hier zerstört wird. Lasst mich wenigstens ein paar Holo-Aufzeichnungen machen. Wenn wir diese ganze Geschichte zerstören, machen wir uns zu Weisen. Eine Kultur braucht die Hand der Vergangenheit zur Orientierung. Ich habe keine Zeit, euch zuzusehen, wie ihr alles hier im Tempel aufzeichnet. Wie ihr meint. Sagt einfach Bescheid, wenn es vorbei ist. Ich kann nicht zusehen. Holst du jetzt etwa? Ja, das sind diese Säben. Ach, das, was uns Spaß macht. Das heißt zerstören, zerstören, töten und das letzte Film, wenn ich dann von. Ach ja, richtig. Zerstören. Och, jetzt muss ich ja extra hochlaufen, damit ich angreifen kann, ey. Lauf! Zerstör die Reaktorbehälter. Okay. Hä? Und wo sind die Dinger? 0 von 8. Altes Relic. Die stehen wahrscheinlich in der kompletten Höhle überall verstreut, oder? Yep. Ach, da ist schon einer, okay. Ich habe zwei übersehen, nein. Also die kann man wirklich leicht übersehen. Was hat getarnt?
Ach, jetzt habe ich alle. Ist keins. Auch nicht. Oh, zum Teufel ist das Teil. Da ist noch einer. Da sind noch zwei. Sonst einen muss es noch irgendwo geben. Da drin nicht, der muss hier sein irgendwo. Oben ist nichts. Vielleicht der, der ich gerade neu daneben stehe. Ah. Zerstöre das Hauptrelik. Mein Lord, dieser Droide, haben wir den nicht schon mal besiegt? Ausgezeichnet. Danke für die Hilfe, Sith. Faszinierend. Wie ist das möglich? Anscheinend ist es nichts Technologisches. Zu sehen, wie diese Marionetten von Nagasadu vernichtet wurden, ihre Gräber geschändet. Normalerweise stehe ich ja über Gefühlen wie Rache, aber das gefällt mir. Ich hoffe, ihr haltet euch an euren Teil des Pakts. Ja, ich könnte einen Umgebungswechsel vertragen. Der Geist! Nicht in einer Million Jahren! Oh, halt doch einfach die Schnauze! Hab's Bock, den Typ umzubringen! Auf dem Schiffsfriedhof. Ich habe sie zur Sicherheit dort geparkt, nachdem ich ihren närrischen Captain zermalmt habe. Ihr findet mich dort. Ich kenne diesen Ort, aber es wimmelt dort nur so von Piraten. Ich glaube, sie nennen sich Weißer Schlund. Sie sind nicht gerade Historiker. Diese Piraten hören sich wesentlich aufregender an als meine aktuelle Begleitung. Ich erwarte mit Spannung eure Ankunft. What? Unglaublich! Und auf einmal war Raffi weg. Herum wie neu und auf einmal ist Raffi wieder da. Hi. Was war das denn jetzt bitte? Ich weiß nicht. Sie liegt auf dem Weg zum Schiff. War ich weg. Wenn ihr mir folgen wollt. Einfach mal abhauen und dann wieder zurückkehren. So. Wir müssen. Erstmal hier raus, okay. Also ich habe mich teleportiert in Brustwarke aus.
Okay, bei mir wurde nichts angezeigt von wegen. Das war Krausposten, okay. Da ist auch die Quest von Kirsten in der Nähe und auch unsere, glaube ich, also laut Karte. Jetzt gucken wir noch, was wir alles schaffen. Stimmt, haben wir noch 10 Minuten. Jetzt. Okay, eure ist am nächsten. Meine ist wieder weit entfernt, das wird mir innerhalb von 10 Minuten nicht dorthin schaffen. Und zurück. Hoffen wir, dass wir dann am Donnerstag von diesem Drecksplaneten runterkommen. Hm. Jetzt muss ich diesen Druck. Ach, besser, ich bin beim Falschen. Aber rein. Wollte bei Keanu rein und nicht bei Ruffy. Da wären wir. Jetzt muss ich diesen Druiden analysieren. Aber eure Freunde sagten, dass sie hier wären, falls ihr sie braucht. Ich glaube, der Geist sagte, er ist in dem Schlachtschiff. Geht dorthin, wenn ihr ihn finden wollt. Finde Horakmul. Mulmul. Horakmulbinde. Mulmul. Die Meister auf Eis. Und das abgestürzte Schlachtschiff. Ich glaube, wir haben jetzt unsere Ziele wieder am gleichen Ort. Kann das sein? Das kann durchaus sein, ja. Stimmt. Ja, haben wir. Das war wieder den ganzen Weg dahin. Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass das nur so kurz ist, die Cutscene. Dann wärst du bei Ruffy geblieben, oder? Ja. Ich finde es ja nicht schlecht, wenn Karten mal ein bisschen größer sind, aber manchmal ist es doch übertrieben. Ja, und das ist der größte Beweis. Bei dem Planeten sowieso. Es ist nicht mal schön anzusehen. Hallo, jetzt beweg dein Popo-Hintern. So, danke. Popo-Hintern? Ja. Ja. La-la-la-la! Und nur weil ich mich heilen musste, ey. Ja, schäm dich. Warum musst du dich denn überhaupt heilen? Ich hatte nur noch 10% aus irgendeinem Grund. Oh nein. Durch den Absturz aus großer Höhe. Also groß war der Absturz gar nicht. Ja, eigentlich war es ja nicht mal ein Absturz. Ja, du runtergesägt und das wird ja, das. Ich hab nicht mal was getrunken. Wo war das ein Absturz? Eben. Normal runtergesägt und das wird das Falldamage bezeichnet. Ich glaub, das Spiel ist besoffen. Das sowieso. Ja. Besoffen, besoffen. Alle anderen. Nein. Wenn du nochmal gehst, dann sag ich Hi. Hi. Ich will hier raus. Ab in das große Kampfschiff. In anderen Spielen haben wir was zu tun, wenn wir durch die Gegend düsen, nicht wahr, Ruffy? Ja. Da passieren immer zufällig irgendwelche Dinge.
Aber echt. Weißer Schlund, juckt mich nicht. I going weiter. Start the croissant. A croissant, Entschuldigung. Croissant, ich hätte jetzt Bock auf ein Croissant. Ja, dann haben wir beide unsere Missionsziele hier auf diesem Schiff. Yes, yes. Wir beide? Ja. Ja. Und was ist mit mir? Ja, du auch. Hätte uns gemeint. Wir drei dann. Alter, jetzt lass mich in Ruhe, verdammten weißen Schlundbrecher. Ja. Ich würde gerne den Antrieb zünden, aber es geht nicht, weil es wieder sagt, ich sei wieder im Kampf. Okay, wenn ich unbedingt der Kampf muss, dann krieg ich ihn ab. Du bist auch in einem Kampf, da hat das Spiel schon recht. Ja. Wollt euch mal verschonen, aber anscheinend wollt ihr doch lieber sterben. Also ihr habt ja euren beschissenen Wunsch. Jetzt lasst uns in Ruhe. Ihr habt eine Mission zu erfüllen. Ja, die Xerenter muss sterben. Wieder und natürlich die X-Rent das Talzanheit noch besiegen. 1 von 15. Kriegen wir auch hin, nicht wahr? Nein. Wir halten ja nicht viel aus. Wie nein? Und hoffentlich ist das wirklich auch die allerletzte, dass wir dann zum Schiff zurückkehren dürfen und mit den Anführern sprechen. Ich will weg von hier! Ja. Da ist der die Fettzelle! Die Fettzelle! Oh. Man kann seine Lebensart auch ändern. Eine wilde Bestie wie dich könnte ich gebrauchen. Abgemacht. Der Böse. Ja. Oh. Oh, kann das doch? Es ist gut, dich dabei zu haben. Ich glaube, ich habe jetzt einen neuen mit. Ja, yes. Ich habe einen neuen Partner. So sieht. Einen hässlichen. Ja. Ach, Quatsch, sieht aus wie so eine Mücke. Das ist ein fettes, hässliches Irgendwas. So, hab noch kurz gelüftet. Okay. Aber dann will ich dich lieber nicht als Partner haben. Wieso? Der ist doch wunderschön. Nein. Wieso ich hätte gern wieder mal ein Quinn zurück. Schönheit nicht. Kommt nur von innen, nicht von außen. Leute müssen geil aussehen. Und ich rede nur Bullshit, wisst ihr das? Ja, das ist klar. Gut. Wenn ihr das weißt, dann ist das schon mal. Die halten mir zu viel aus. Ja, echt ey, was soll das? So. Hast du Bonus-Finish? Nee, noch nicht, 11 von 15. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt noch draußen, bis wir hier fertig sind.
Er kann sich mal beweisen, was er tun kann. Gar nichts. Und das. Ach so, das ist unser Vieh, okay. Ja, das ist leider mein Part. Leider. 13, 14, 15. Er wollte unbedingt mitkommen, also. Und 15. Und eine verlechte Stufe bekommen. So, damit das noch was bringt. Ja, Ausrüstung. Ja. Okay. Ich mache mich jetzt unsichtbar. Und keiner kann mich sehen. Bis du dich endunsichtbar renierst. Genau. Ich darf euch eigentlich hier heute alleine lassen. Er schleppt da wieder eine gesamte Einheit mit. Ja, so close. Ich frag mich, wie lange jetzt das hier doch dauert. Dauert nicht mehr lang. Das weil ich bekomme nämlich etwas Hunger. Ich würde gerne was essen. Hunger, 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 halt. Hunger, 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 halt. Meine Augen müssen sich erst noch eingewöhnen. Aber dich erkenne ich ohne Probleme, tapferer Zerander. Dein Anblick erwärmt mich. Meister Violet, euer Martyrium hat ein Ende. Ich wünschte nur, ich hätte euren Ruf nach mir schon früher gehört. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Es brauchte starke Konzentration, um dich herbeizurufen. In all den Jahren unter diesem Geröll ernährte ich mich von der Macht und kann nun großartige Erkenntnisse weitergeben. Das wird lustig. Ich kann es kaum erwarten. Was geht hier vor? Ich spüre eine Präsenz. Varas? So ist es. Ja. Das ist Darth Varas Schüler, der gekommen ist, um zu verhindern, dass ich euch wieder das Kommando übergebe. Spart eure Stärke auf, Meister. Meine Leute und ich werden diesen Eindringling erledigen. Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. Starke Worte von jemandem, der so sehr in der Unterzahl ist. Wie ich sehe, ist es euch gelungen, diesen sadistischen Tals zu zähmen. Das wird euch nicht helfen. An die Waffen, Männer! Beschützt Meister Violet mit eurem Leben! Oh, bitte. Ach, Mensch. Als ob ihr eine Chance hättet gegen Jedi... Ach, ich meine Sith, Meisterrand und... Fest schon wieder der Helmseite, Darth... Ruffy? Ja. Willst du dich gegen mich einkämpfen? Willst du dich mit mir anlegen? Nein. Warum nicht? Ich habe meine Lektion gelernt. Ich fordere dich lieber gar nicht mehr aus. Halt, Sith. Wäre meine Stärke schon vor diesem Moment zurückgekehrt, hätte ich Zerander davor bewahrt, euch anzugreifen. Jetzt ist er am Boden. Und euer Kampf hat diese Kammer instabil gemacht. Sie wird jeden Moment zusammenbrechen. Mit ihr euch. Habt eure Überlegenheit bewiesen. Lasst mich um Zeranders Leben verhandeln. Sein Leben ist verwirkt. Auf Wiedersehen, alter Freund. Jetzt wünschte ich, ich hätte dich nie herbeigerufen. Ja, schwere Fehler. Eure Bemühungen, uns zu neutralisieren, sind unnötig. Ich habe kein Interesse daran, den Kampf gegen das Imperium fortzuführen. Als ich hier begraben war, habe ich mich mit der Macht vereint und alles andere um mich herum vergessen. Dem
müsst mächtiger als jemals zuvor sein. Die Macht ist mit mir, mehr als je zuvor. Ich glaube, ich könnte euch ziemlich leicht besiegen. Haha, jo. In dieser Galaxis und in diesen Zeiten interessieren mich nicht mehr. Ich möchte nur meine Meditation fortsetzen. Ich kann nicht zulassen, dass ihr noch stärker werdet. Ich werde euch entweder schnell besiegen oder so lange gegen euch kämpfen, bis diese Kammer über uns beiden zusammenstürzt. Ja, dann hau rein. Bitteschön, das ist schon mal das Erste. Und der soll stärker sein? Das ist doch der Klache. Bist du doch. Dieser Kampf ist sinnlos, Sith. Die Kammer wird bald schon einstürzen. Kämpft weiter und ihr werdet sterben. Während ich einfach wieder in meine Trance falle und mich erneut mit der Macht vereine. Jetzt könnt ihr noch verschwinden und eure Mission wäre erfüllt. Ich werde hier für immer begraben sein, im Einklang mit der Macht. Schluss mit dem sinnlosen Geschwätz, alter Mann. Ich habe euch gewarnt. Jetzt ist euer Schicksal besiegelt. Und das glaubst doch nur du, hm? Alter. Das war einmal ein alter Mann. Er dachte, er wäre stark genug. Doch dann kommen 30 vorbei und schon war es zu Ende mit ihm. War ich wirklich zu Tode, wenn es sein muss. Nutze das Solarterminal deines Schiffes, ich bin wohl fertig auf diesem Kackplanet. Geil. Wir noch nicht. Nicht geil. Boah, ist es ja auch gerade hier irgendwo im Schiff. Wir gehen schon mal raus. Oh, stürzt ein. Er stürzt ein. Nein! Ah. Oh, hab ich jetzt Angst. Ich auch, oh mein Gott, ich hab Angst. Ich laufe einfach durch die Steine durch. Oh nein. Ja. Wie kannst du das machen? Wie geht das? Das ist eine Fähigkeit, die ich nicht habe. Macht es stark. Die nennt sich, Stein hat keine Masse. Ach Sag. So, echt? Kann ich die auch anwenden? Geht das auch bei mir? Ja, lauf einfach durch. Ah, okay. Die Steine fallen sogar durch den Boden, also da siehst du mal, dass die keine Masse. Du hast eine echt geile Macht, die würde ich auch gerne benutzen. Ja, die hast du auch. Ach ja, die konzentriere dich einfach. Ich kann mich konzentrieren. Genau. Wir kommen nicht mehr raus. Du darfst nicht mit dem Auge sehen, Junge. Sif. Wie denn dann? Mit meinem Popo? Sieh mit deinen... Mit deiner Nase. Rieche den Weg. Ach, ich soll meinen Weg riechen, okay. Erschnüffel ihn. Der Ausgang ist open, wenn ihr wissen wollt, wie man hier rauskommt. Ja, guck mal, Kios hat's gerochen. Du hast den Schnee gerochen. Schnee riechen ist gut. Da sieht man Dinge. Wenn man Schnee riecht. Ja, man sieht eigentlich nur Dinge, wenn man den Bliss sieht, ey. Das sowieso. So, wir sind jetzt draußen und wie es weitergeht. Sehen wir irgendwann anders mal. Ja. Müssen wir halt nur den ganzen Weg nochmal hier hinreißen. Und mir lockt uns hier aus. Ich stell mich extra hier hin, damit die Wichser mich dann nicht alle sehen, ey. Ich hatte nur nicht vergessen, dann irgendwann mal das Inventar wieder zu räumen. Aber so viel Platz, wie ich da noch habe, sollte das noch reichen für die nächste Session. So, ich habe übrigens mittlerweile 1,8 Millionen. Ah, oh, musste das jetzt unbedingt sein? Auf jeden Fall, das war's jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächsten Part werden wir dann auch die Story-Quest von Krian und Ruffy hier abschließen und dann endlich diesen Kackplanet verlassen, dass man Chaos hat, die 89 und. Alter, rastet der aus, ey. Einmal tut der ausrasten, bitte, zum Mitnehmen. Wollt ihr noch verabschieden? 12,99 Euro. Ja, tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Alter Schwede, ey.